Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. So, das war der Raum da? Oder geht's noch weiter überhaupt? Die Monster stehen nur noch. Sie war da auf den Drohnen. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen, was besser als weiß ist. Gut. Schauen wir mal in die Stadt schauen, oder? I didn't do anything at all, but nobody cares. Hey, die ganzen NPCs kommen gar nicht mehr her. Andarias Tod bringt neues Leben für uns alle. Wir beklagen den Verlust unserer geliebten Schwestern, aber wenigstens können wir jetzt unser Leben weiterleben. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr seid ein wahrer Held und ein Zeugnis für den edlen Geist, der unseren Orden seit Generationen inspiriert. Lebt wohl. Okay. Das ist wo kriegst du nur Bahnhöllen? Sieg. Aber es warten noch viele Schlachten. Der den schon ab? Ich werde euch auf eurer Reise begleiten und unterstützen, soweit es in meiner Macht steht. Vergesst nicht, Diablo ist immer noch da draußen und sucht etwas in der Wüste. Ich fürchte, dieser Albtraum wird ich erst mal was, haben, wo, wenn ihr gefunden habt, was ob der Bruder viel mehr XP kriegt. Karawane ist bereit. Wir können jetzt nach Osten, nach Lutgolain aufbrechen. No, can we not do this? Ich will das auf Level 1 durchspielen, das Game. So. Nein, ich will nur sagen, ob das wirklich ein dicker Unterschied ist. Da. Hä? So, ich muss noch einmal verkaufen. Weil dann müssen wir scheinbar mit der Karawane nach Osten. Daher. Oh. Da sind die Level 1 Viecher. Naja. Lass mich kurz ins Köln. Ja, da krieg ich 3 XP, Bro. Okay. Statt einem. Und wenn ich nicht in der Nähe bin, krieg ich. Snacky da XP. Nice. So, jetzt sollten wir beide gar nicht im Gebiet sein. Kriegst du da mehr XP? Wollen wir da noch mehr holen? Also, ich krieg für einen Zombie knappe 63 XP. 66, sorry. Okay. Ich bin jetzt nur noch 30 auf Level 2, das kann ich verantworten. Sagst du, kannst das so schön stacken? Der gibt mir, ich bin der Beitel hier. Ich bin der Beitel. Der Lederbeitel. Wo ist die Karawane? Nach Osten gehen. Wieder aufklicken. Zack. Kann der Bob überhaupt da hingehen? Oha, ich hab einen Screen Act 2 jetzt da. Und da steht jetzt, dass in der Beta nicht mehr abdeckt. Also bis jetzt sehe ich noch was. Immer nach Osten. Doch, man ist in der nächsten Stadt. Im Lauf der Tage erzählte mir mein Gefährte von sich selbst, dass er einst ein großer Krieger gewesen war und nun eine dunkle und unheimliche Last ihm schwer auf der Seele lag. Wir
gezogen eine Ewigkeit durch dieses lebensfeindliche Ödland. Wie lange, das weiß ich nicht. Und stets schien uns eine dunkle Wolke gerade hinter dem Horizont zu folgen. Schließlich fand die Reise ein Ende. Wir erklommen die letzte Kuppe. Dort unter uns lag unser Ziel. Das leuchtende Juwel. Blut Golein. Und dahinter das weite Meer. In jener letzten Nacht schlugen wir unser Lager auf. Vielleicht lag es am warmen Wüstenwind oder dem Geräusch des Meeres. Jedenfalls schlief ich zum ersten Mal seit vielen Wochen. Doch die Träume kehrten zurück. Aber es waren eindeutig nicht meine eigenen. Ich sah die Vision eines großen Mannes, des Magiers Tal. Ihr wart auch da, Zurei. Ich entsinne mich, ich sah euch in meinem Traum. Seine Brüder hatten einen mächtigen Dämon in die Enge getrieben. Baal, Herr der Zerstörung, der in der Welt entfesselt worden war. Sie versuchten, den Dämon in einen heiligen Stein zu bannen. Doch als ihre Versuche scheiterten, opferte sich Tal Rasha selbstlos, den Dämon in sich aufzunehmen, als sein Gefängnis. Er rief seine Brüder an, ihn in eine Gruft einzusperren, unter dem Wüstensand vergraben, wo er für alle Ewigkeit mit dem Dämon ging. Jetzt weißt du, was ich suche, Marius. Am nächsten Morgen gingen wir über den Hügel nach Lut Golein. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner harrten. Seid gegrüßt. Okay, ja moin, jetzt sind wir da gelandet in der neuen Stadt. Jungs, ich hab's geschafft. Die Story ist durch, aber sie war synchroner, komm mir vor. Bei mir ist absolut unsynchron. Ich bin am Überlegen, einfach zu skippen, ja, weil ich weiß auf dem Dialog her schon, was passiert. Woher? Ja. Also, ich bin jetzt schon seit 10 Sekunden mit dem Dialog fertig, aber das Video geht jetzt los, es wird jetzt gerade erst morgen. Es ist gut, dass wieder Karawanen über den Westpass reisen können. Wir werden schon seit gerade... Sind wir in der Wüste gelandet. Können wir den Akt 2 jetzt überhaupt noch spielen? Denk schon, ja. Lore. Wenn du jetzt noch spielen kannst, dann anscheinend schon. Wenn jetzt so ein großes Schild da steht, du kannst es nicht mehr spielen, dann nicht. Aber kurz umpatchen, dann können wir weiterspielen. Selbst ich habe Dinge gesehen, die ich nicht erklären kann. Ich habe befohlen, dass der Hafen geschlossen wird und alle Handelsschiffe vor Anker bleiben müssen, bis ich weiß, dass meine Stadt sicher ist. Atma, die Tavernenwirtin, hat eine wichtige Aufgabe für euch. Sucht sie unverzüglich auf. Easy, Level 1, Nacht 2, here we go. Jetzt muss ich in den Palast zurückkehren. Vielleicht kriegst du ja gute XP. Aber ich kann euch nicht hereinbitten. Ja, well, you know, I kind of doubt it, ne? Schreckliches Chaos. Lori hat aber Furrow-Code gekriegt. Vielleicht. Also sie sehen mich auf jeden Fall schon in der Wüstenstadt jetzt stehen. Viel. Du bist da nicht in unserer Lobby. Nein, in der Lobby. Haha. Und ich bin da. Aber ich bin nicht bei euch, gell? Oder? Nope. Bin ich? Nope. Ich hab nur auf Spielen geklickt und steht jetzt so. Speichern verlassen. Ich hab gehört, da schießt du. Der, wo wir hin müssen, wenn du die Questlog liest. Ja, die Kanalisation. Habe ich dann einen anderen Eingang gefunden. Funny, weil ich habe auf der Map, wo ich dich sehe, ne?
Also ich bin einer keine Institution. Hast du damit irgendwie gelauert? Ich bin nicht rausgegangen und wollte ihn nicht sehen. Also ich bin, warte, ich komme mal wieder raus. Ach, da oben ich, bin da in so eine Trap-Tor rein. Da ist Sue erst Level 1. Lol, da unten ist ein anderer Eingang. Ja, vielleicht kommt man einfach nur an unterschiedlichen Stellen raus. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Ihr könntet so verschlagen sein wie diese Ratte Elzix, der das Gasthaus gehört. Aber wenn ihr ein Elixier braucht... Das ist der Händler. Guten Tag. Okay, die Vierer machen ein bisschen Damage. Um die Gräber zu beschützen. Aber habt ihr überhaupt schon Mission? Ja. Okay. Der Verirrungen, die wir in letzter ihr redet mit der... Es nicht, dass ich geh einfach nach oben auf. Also ich bin lieber geredet. Ich bin der Atmer geredet. Wenn ihr anscheinend geben die sich fest mehrere Leute. Ich hab mit gar niemandem geredet. Ja, wenn's Arno macht, dann kriegt's jeder eigentlich. Guten Tag. Oh, da ist wohl schon draußen. Nee. In dieser Taverne aber ging es vorher recht lebhaft zu. Zum Glück ist es mir gelungen, einen anständigen Groschen zu sparen. Bedauerlicherweise konnte ich. Ich finde das gut, dass ich von den 6 großen Questreihen in Akt 1 nur eine gemacht habe. Finde gerade mit Slag in der Kanalisation. Und auch da nur irgendwie die letzte Quest oder aber so. Aber wenn ihr mir helfen wollt, wäre ich euch dankbar. In der Kanalisation unter unserer Stadt. Aber das reicht ja auch. Kreatur, die es nach Menschenfleisch gelüstet. Die Kreatur hat viele getötet. Kannst du da oben anheuern, Robert? Wenn ihr sie vernichtet, werde ich euch belohnen. Da der Haar wieder. Der Kriez. Kannst du anheuern, Robert? Oben an der Straße in die Kanalisation. Ja, schon. Okay. Müssen da rein und müssen aufpassen. Da rein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Er hat einen Speer schon gekauft. Ich wollte nicht den Speer kaufen, ich wollte den Healer kaufen, wenn ich ganz ehrlich bin. Lore. Warte. Geh. Der ist übrigens ein höheres Level, sich, das ist nämlich Level 2. Geil. Wo sehe ich mein Pad? Dein Pad? Oh, das ist mein Pad. Okay. Skelette. Die sind ziemlich der strong. Andere Eingang. Den Ziggy schon markiert. Achtung. Wir haben einen neuen Hochpunkt erreicht. Okay. Wisst ihr, wie viel XP ich für die Skelette jetzt gekriegt habe für die ganzen? No. Null. Nice. What the fuck? Ja, bei den Sandräumen musst du was kriegen, so groß wie die sind. Ne. Ich krieg für die literally null XP. Das ist ja perfekt, dann kannst du eine Akt 2 mit Leverance durchspielen. Yes! Also ich habe legit, seit ich da drin bin, 0 XP gekriegt. Mein Pad ist tot. Oh echt? Was ist denn das für ein Opfer? Ich sterbe auch nicht die ganze Zeit. Ja, ist Level 1, gell? Wieso kann ich seine Ausrüstung? Ja, der will mir Level 2. Aber wieso kann ich seine Ausrüstung nicht looten? Er will nur mal durchlooten. Hey, ich hab den gekauft! Jetzt kannst du wieder wiederbeleben gehen, mein Blöchen Johnny. Er will einfach durchlooten. Ja, wofür hab ich hier bezahlt? Der ist ja weak as fuck. Die Ausrüstung verkaufen und dann nein kaufen, gell? Ja, sollte ich mir das jetzt überlegen. Ja. Das ist so meine Versicherung, dass sie mir nicht irgendwie Bullshit verkauft.
Selbst wenn ich ihn finde, Schnorr. Ich hab halt für immer Level aus. Das ist genau das, was wir haben wollten, oder? Weil wir hier ist eher. Zack hin. Ich bin halt useless Fiber, aber ich hoffe, das stört dich nicht. Das stimmt ja gar nicht. Ich hab da einen Buff, du reflektierst 570% des eingehenden Schadens. Ja, lol. Gefühl und gefühlt blocke ich immer, solange ich mein Schild oben. Er ist eigentlich nicht angreif, also. Gibt's nicht noch eine extra Blocktasten, Alex? Keine Ahnung. Ich habe noch nie Blocktasten gedrückt, wenn man blockt, also keine Ahnung. Ich habe auch noch nie Blocktasten gedrückt. Ja, nicht, ja. Wenn du H kickst, steht ganz früh, aber irgendwie. Da steht einiges, aber nur irgendwie nicht blocken. Okay, ist vollkommen, dass du einmal gesagt hast, man kann blocken. Gönn die Healer. Wahrscheinlich habe ich Blockwahrscheinlichkeit durchgelesen. Da finde ich so, oh. Ja, Blockwahrscheinlichkeit gibt's. Aber wie das geht. Ob ich dafür blocken muss, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nee, natürlich nicht. Heavy React, die kann man dann spülen, alle? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ja, dann hab ich die Suez Level 2, oder? Ja. Jetzt sind zwei. Zusammen mit dem Skinny Werewolf. Was war das andere? Keine Ahnung. Im Zweifelsfall das, wo wir hätten hin müssen. Das stimmt. Jo. Steht in der Ecke und schießt mit Feuerbällen, man kennt. Jo, ihr laggt. Ja, steckt komplett. Open Beta vorbei. Ja. Schaut aus. Okay. Nee, Alex. Sind wieder hier. Ah, jetzt hat sie ja Quest zu mir angeblich. Ich erwarte es nicht von euch. Okay, jetzt sagt sie das. Wollt, wäre ich euch da. Haben wir jetzt da unseren Fortschritt verloren? Erzählt mir eure Sorgen. Questlog. Da. Wie kann ich da was verkaufen? Da drüben, gell? In der Schmitte. Dieses Fenster ist aktuell nicht verfügbar. Warum, oder? Könnt ihr in der Truhe einladen? In der Truhe kann ich. Ich bin gerade Giga am Laggen, ich werd gerubberbandet, ey. Achso. Aber ich kann nur persönlich zugreifen. Alter, gibt's jetzt da Sachen da drinnen? Broken. Okay. Mein Startportal, da passen nur 20 rein, viele. Ah. Aber wieso geht das andere geteilt nicht da? Geteilt geht es irgendwie bei mir nicht.
Nice. Einfach mal rausgelaufen, komplett falsch gelaufen, ne? Das ist einfach kein Zix, 10, 20 Mal, oder Jungs? Oh mein Gott, der Dungsoldat. Ewig was hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, für die krieg ich XP. Die Donner gebe ich voll. Ja, irgendwie eins oder so. Yes. Die sind ziemlich strong. Hey, ich bin Level abgekommen und ich gebe gute XP anscheinend. Können wir uns darüber unterhalten, dass der Arsch schon zwei Level abgekommen ist und immer noch keins? Das ist normal. Gutes Game XP Balancing, muss man sagen an der Stelle. Ja, perfekt, oder? Ich geh schon mal Gegner pullen. Wir müssen da eigentlich gar nicht lang, oder? Ja, wir können. Ist nicht. Hey, warte, da komm ich Level up, ich muss in die Stadt fliehen. Schnell wieder in die gute Dungeon rein. Safe. Das ist Aasvogel. Lol. Wer liegt denn da? Da liegt irgendwer von uns. Ist das my lady? Ich habe gehört, ihr seid dafür verantwortlich, dass Andariel in die brennende Das gebe ich deine Lady, ja. Ich bin beeindruckt. Das kann nicht einfach gewesen sein. Mein Name ist... Ja. Ja, wie mache ich das jetzt? Wo ist denn das, was ich jetzt brauche? Alter, ich bin zu gerubberbandet gerade. Ax, brauchst du 9 bis 15 Dreizack? Na. Guten Tag. Wo ist denn die, wo ich mein Ding regen lassen kann? Anheuern kann, wiederbeleben kann? Bei mir. Das ist eine neue Quest oder was? Ihr dürft nicht passieren! Ihr dürft nicht passieren! No! No! Ihr seht wie ein kräftiger Abenteurer aus. Wisst ihr, zu meiner Zeit bin ich ein ziemlicher Halunke gewesen. Ich führte die tollkühnste Schar von Banditen an, die diese Wüste jemals terrorisiert hat. Heute führe ich dieses Gasthaus und halte mich, soweit es geht, von Ärger fern. Meine Zeit als Abenteurer liegt hinter mir. Glücksspiel, das ist was von Robert. Wisst ihr, wo der ist? Ja, bei mir. Ja, ich wette, ihr fragt, ja, wie diese Stadt also, Resurrect-Dude auch bei mir. Kann. Tja, ich kann euch versichern, dass es nichts mit den Stadtwachen zu tun hat. Die sind aus irgendeinem Grund alle im Palast. Jerin hat mich und meine Söldner angeheuert, um hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wir sind nicht billig, aber dafür die Besten, die diese Wüste zu bieten hat. Wiederbeleben kostet auf Saufel. 30 Zahl. Ich weiß genau 0 Gold. Wie auch immer das ausgegangen ist. Ja, bin. Du Verräter, wie? Ich bin Level 2, ich hab keinen Bock mehr auf das Game. Hör mir auf. Er ist auch ein Verräter, er ist Level 2 geworden. Ich hab einen Skill, der hat eine 15% Chance, ein totes Monster in einen Drank zu verwandeln. Apparently. Er kann einfach Tränke herhocken gehen. Ich meine, Alex, was hast du gedacht, diesen Skill her auf einmal? Ja, ich habe jetzt eigentlich nicht mitgedacht, aber nachhinein ergibt es Sinn, ja. Jawohl, nein, Teleporter. Yeah! Jetzt sind wir aber plötzlich schnell auf Ebene 3 gewesen, einmal um die Ecke.
Ich muss aber sagen, im Singleplayer fühlt sich die Steuerung irgendwie nicht so krank hier an. Das vielleicht lag es echt am Weg. Bobby wird uns dann in Drives of Midgard wieder carryen. Ja, wieso? Da gibt's ja nicht wirklich sowas wie die Level, das einen Unterschied macht. True. Ach so, Schreien des Feuerwiderstands. Renn ich mir in die Sackgassen. Das gilt ja nicht mit dem Wolfskopf. Feuermagier sind eigentlich das Problem von der Dungeon. Die stehen so zugleich auf dem Fleck und hauen die dann so gleich die ganzen Feuerbälle ein. Du bist schon unten? Halt mal wieder einen guten DA und Worte. Das ist praktisch, die kommen nur noch da rein. Ich komm bei dir gerade vorbei. Kettenhandschuhe. Oha. Das schaut für real gut aus. Das sind genau die, was ich hab. Nur. Genau gleich. Die sind broken. Druide. Broken. Alles broken, was man da ist. Das Ding ist broken, Philipp, das ist broken. Hast du es aufgezahlt? Mhm. Okay. Da. Ist das Set-Teil? Was ist für Monster das an? Holy, ist das auf Albtraum, da wäre ich schon dreimal hin. Und du bist Werwolf. Ich bin vor der Werwolf ziemlich strong. Jo. Irgendwie schon. Ich bin zurückgesetzt worden und one-geschottet worden. Ja moin. Aber was beim Questlog passiert. Ah, wir sind anscheinend schon richtig. Aber ja, ich mach mal eins. Bin ich schon full. So. Wer rennt da? 1000 Monster schon mal dumm. Je. Da unten ist er, glaube ich. Ja, moin. Radament. Aber, oh mein Gott. Oh, mein Healer habe ich hin, glaube ich. Ich bin hin, Alter. Funky. Alter. Ich bin auf 0 HP. What? Oh Gott sei Dank steht man von Gift anscheinend, ne? Hast du einen Kill? Mhm. Alter, das Gift ist broken.
nicht einiges. Warte mal, ein paar Tränke wieder. Ich bin überladen. Fähigkeitspunkte halten. Zack. Hier ist. So, Widerstand gegen Blitz wäre nice. Ah, gegen Gift. War ein Hobby anscheinend, ne? Eben da Schriftrolle mitnehmen müssen. Muss sagen. Nur für ein Barbar nutzbar. Yay. Aber da, so die gerne aufmachen. So, haben wir aber nicht fertig. 48 hat das Hemd. Das geben wir mal meinen, aber. Danke. Nice. Der hat das Schwert angefunden. 14 bis 30. Das ist ziemlich nice. Das war geil. Meins wurde 9 bis 14. Ist da jetzt aus wahrscheinlich, ne? Ja. Schaut zumindest so aus. Nur noch bitte los mit. Ich kann nicht noch mehr tragen. Nice. Eben zuerst richtig geben, aber dann ist das Gift einfach. Keine Ahnung, was da passiert ist. Zeigt Kane, wo ist denn der? Hier da unten. Ah, die verschollene Horadrim-Schriftrolle. Welch glückliche Wendung der Ereignisse. Als letzter lebender Horadrim kenne ich allein ihre Bedeutung. Lesen wir die horadrischen Runen, die darauf stehen. Nachdem die horadrischen Magier Baal in Tal Rasha gefesselt hatten, verriegelten sie mittels Magie seine Grabkammer vor dem Reich der Sterblichen. Dieselben Magier schufen auch furchteinflößende Horadrim-Stäbe und versahen sie mit der speziellen Macht, die verborgene Tür der Kammer zu öffnen. Nachdem sie um ein Haar einen an eine diebische Hexe verloren hatten, zerlegten sie alle Horadrim-Stäbe in zwei Teile, Holzschaft und Metallspitze, die sie getrennt versteckten und bewachten. Die Horadrim sahen unsere momentane missliche Lage voraus und entwarfen die Verstecke so, dass sie sich würdigen Helden wie euch offenbaren. Findet beide Teile eines Horadrim-Stabes und setzt sie mit Hilfe eines Horadrim-Würfels zusammen. Dann könnt ihr Tal Rashas Grabkammer betreten. Brauchen das aber Teile und dann können wir zum Grab eintreten. Not bad. Danke fürs Zuschauen. Falls euch Diablo 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus.